komm. Wir gehen ein bisschen spazieren im schönen Jordanland, gell? Was ist das dort hinten? Oh, dort hinten? Du, sag mal, wie sieht das aus? Wie etwas kaputt. Ja. So eine kaputte Mauer. Ah, Mauer, gell? Du, das könnten die kaputten Stadtmauern von Jericho sein. Stimmt. Gell? Das war doch der, wo... Hey, du, da kommt mir gerade ein Lied in Sinn. Komm, dann machen wir. Kennst du den? Haha, alle reingehauen. Der Josua kämpft mit Gott gegen Jericho. Der Jericho, Jericho. Der Josua kämpft mit Gott gegen Jericho. Und alle Mauern stürzen mir. Komm mit, hey, machen wir es noch. Der Josua kämpft mit Gott gegen Jericho. Jericho, Jericho. Der Josua kämpft mit Gott gegen Jericho. Und alle Mauern stürzen mir. Du, das war schon gewaltig, was die dann die Mauern, weißt du, so krass. Und das ist eine ganz krasse Geschichte. Aber komm, wir laufen noch ein bisschen weiter. Was haben wir da im schönen Jordanland noch aus? Was ist das da? Hey, mein Stutz, das sieht aus wie ein Steinhaufen, gell? Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Steine. Genauso viel, wie das Volk Israel Stämme hat. Du, ich glaube, ich weiss, was das für ein Steinhaufen ist. Was denn? Ja, weisst, einst dann, wo der Josua ja mit dem Volk Israel zuerst noch durch den Jordan durchgekommen ist, hat er gesagt, von jedem von den 12 Stämmen soll ein Mann so einen Stein nehmen und auf einen Haufen tun. Und weisst, was sie die Steine geholt haben? Jetzt weiss ich es, aus dem Jordan. Ja, genau, aus dem Jordan. Eine krasse Geschichte war das. Hey, und schau, wenn man dort über den Jordan schaut, auf der anderen Seite hat es nochmal gerade so einen 12er Steinhaufen. Siehst du ihn? Stimmt. Hei, 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 du. Willst du mehr von dieser Geschichte hören? Ja. Eigentlich ist das so eindrücklich, was da alles passiert ist. Ich glaube, wir müssen aber zum Teil noch 40 Jahre früher anfangen. Dann, wo das Volk Israel zu Ägypten war. Und dann hat doch Gott zu Mose gesagt, gang zum Pharao und befreie mein Volk aus der Sklaverei. Kennst du das? Ja. Weißt du, da kommt mir auch gerade ein Lied in Sinn. Hä? Müssen wir doch auch gerade noch probieren. Das war krass gewesen. Wie geht's so, das Lied? Ah ja, wo Israel ist, zu Ägypten gsi. Weißt du nicht? Lass mein Volk gehen. Ja, genau. So unterdrückt kann ja nicht sein. Lass mein Volk gehen. Und gang jetzt, Mose, gang auf Ägyptenland. Sag mal der Pharao, er soll mein Volk legen. Jawohl, dann machen wir nochmal. Gang jetzt, Mose, gang auf Ägyptenland. Sag mal der Pharao, er soll mein Volk legen. Yes! Das ist gewaltig, du. Hei, 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 du. Aber weißt du, was willst du noch mehr hören von dieser Geschichte? Weißt du was? Geh doch absitzen, ich erzähle noch etwas mehr. Ist gut. Merci, Anino. Tja. Es war wirklich so, das Volk Israel steht immer wieder an bei ganz schwierigen Herausforderungen. Und sie brauchen Mut und Motivation, um dort durchzugehen. Mal war es der Jordan, mal war es in Ägypten. Und jetzt, morgen fährt ja die Schule für einige von euch. Wer geht morgen jetzt in die Schule oder in Kinski? Oder wer hat denn
Wer hat denn jetzt noch in diesem Monat eine neue Lehre angefangen? Ja, da haben wir auch jemanden. Also wir merken jetzt ein paar Leute. Wer ist Eltern oder Lehrer oder Sonntagsschullehrerin oder Leuchtkäferli, wo jetzt weiss, jetzt haben wir wieder strenge Zeit, jetzt geht die Schule los. Wer ist da? Da haben wir auch noch ein paar Leute. Hey, und es ist immer so, wir brauchen Mut und Motivation, für etwas Neues anzupacken. Und um das, das wollen wir von den Israeliten jetzt lernen und von diesen Steinhäufen. Ich möchte gerade noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir heute den Gottesdienst feiern können. Wirklich Segnungsgottesdienst für einen Schulanfang. Aber es ist ein Wunsch von uns, dass du alle von uns segnest, weil wir stehen immer wieder etwas Neues dran und möchten lernen, dir zu vertrauen. Amen. Ja, ich habe hier noch etwas vorbereitet. Und wir stellen das jetzt mal zu diesem Steinhaufen hier. Das passt gerade gut. So, könnt ihr das sehen? Mut und Motivation, Steine und irgendetwas, was noch kommt. Was kommt echt? Tja, also die Geschichte, wo der Josua mit dem Volk Israel durch den Jordan durch ist. Kannst du mal eins weiterklicken? Ich habe den Klick leider vergessen da hinten. Aber genau das können wir so machen, Micha. Dann tust du einfach, wenn ich... Eins weiter. Sie steht eigentlich im Josua-Buch, Kapitel 3 und 4. Und es ist ein bisschen wie eben nach den Sommerferien, wenn man so etwas Neues muss reingehen. Es ist dann gewesen, merci vielmal, es ist dann gewesen, wo das Volk Israel zu dem Fluss Jordan kommt und sie wissen, auf der anderen Seite vom Jordan, dort ist das verheißene Land, aber der Jordan hat sehr viel Wasser gehabt. Sehr viel Wasser. Es war Erntezeit gewesen, und darum ist das Wasser sogar über die Ufer gegangen. Wow, was machen wir? Die Leute sind aufgebrochen. Das Volk ist aufgebrochen und gesagt, Gott will uns sicher einen Weg machen. Und dann sind voraus die Priester gegangen. Die Priester vom Volk Israel, die sind hier einfach reingestanden. Da rein. Ins Wasser. Und sie haben die Bundeslade getragen. Und dann hat Gott geschenkt, dass das Wasser nicht mehr geflossen ist. 30 Kilometer weiter oben, bei Adama, hat es gestaut. Und das Wasser ist abgeflossen ins Tote Meer rein. Und vor dem Volk Israel war es trocken gewesen. Das Flussbett trocken, sie können durchgehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott immer wieder einen Weg aufmachen kann, auch wenn man denkt, das ist unmöglich. Schon mal erfahren. Es bedeutet, wenn es dir vorkommt, es ist etwas unüberwindbar, Angst, boah, ich weiß nicht, wie es dir kommt, Hilfe. Gott kann dir hier einfach einen Weg auftun. Das Einzige, was du brauchst, ist Drei stehen. Zeig einfach rein. Weil Gott will von uns auch so einen Schritt, oder? Drei stehen. Vertrauen. 40 Jahre früher waren das Volk Israel in einer ähnlichen Situation. Zwei Männer, wer könnte es sein? Stehen vor dem Pharao. Wer ist das? Einfach sagen. Mose und Aaron stehen vor dem Pharao. Und sie sagen, hey, alter Pharao, lass mein Volk gehen, sagt Gott. Hey, old Pharao, let my people go, come on. Und der Pharao sagt, nee, keine Lust.
Und dann, der Mose und Aaron, und jetzt? Und dann kommt Gott helfen. Und was macht Gott? Es passieren so krasse Sachen. Zehn Plagen. Was ist das so gewesen? Was ist passiert zum Beispiel? Sag ich einfach. Heuschrecken. Ganz dunkel geworden. Was ist? Blut im Wasser. Mia hat auch noch etwas gehabt. Alle erstgeborenen Kinder sind gestorben. Hagel. Ja, hey, das ist krass, was passiert ist, gell? Und dann hat der Pharao nachgegeben und gesagt, okay, okay, ich lasse euch gehen. I'll let your people go. Und das Volk Israel ist auf und ist richtig Schilfmeer. Und dann stehen sie plötzlich vor einem grossen Meer. Aber der Pharao hat sich anders überlegt und er hat gesammelt sein Heer. Und jetzt steht das Volk Israel vor einem Meer und hinter ihnen ist das Heer. Und sie bekommen Angst. Und sagen, nein, nicht schon wieder. Problem, Problem, Problem. Boah, was machen wir jetzt? Vor ihnen ein Meer, hinter ihnen ein Heer. Und Gott sagt, ich helfe euch ein bisschen. Mose. Ja, Herr, hallo. Nimm die Stab, streck ihn über das Meer raus. Und dann kommt der Wind und bläst das Wasser auf die Seite. Und es gibt einen riesen Weg mitten durchs Meer. Und dann geht Israel mit durchs Meer und hinter ihnen das Heer, sieht das Meer, das jetzt auseinander ist. Und die laufen weiter durchs Meer und das Heer kommt nachher ins Meer und Israel geht weiter durchs Meer und einen raus aus dem Meer und das Heer geht ins Meer und das Meer macht zu und das Heer versinkt im Meer. Ihr könnt ihr nachher in der Cafeteria mir erzählen, was ich jetzt gerade erzählt habe. Das ist ein Gedicht, oder? Ja, hey, schaut, Gott kann helfen, aber es braucht schon ganz schön Mut. Oder was der Mose macht, so die Hand ausstrecken und dann geht es auseinander. Er hätte sich ja können zum Aff machen. Also wer steht da schon von einem Meer und hat einen Stab aus und sagt, hey, da geht es dann gerade den Weg. Ja. Aber Gott hat geholfen. Und die Priester hier, die hätten sich auch können zum Aff machen können. Wer steht schon mit einer schweren Bundeslade in einem Fluss, der übers Ufer geht, das hätte ja mitreissen können. Aber sie haben einfach Gott vertraut. Wenn Gott sagt, mach das, sie haben vertraut. Es braucht schon ganz schön Mut. Und ich möchte dir vor allem auch Mut machen zum Vertrauen. Wenn du morgen in die Schule gehst, du einfach Gott vertrauen, er ist bei dir. Er hat sogar das Heer im Meer ersäuft, also kann er deine Ängste auch irgendwo versäufen. Du kannst einfach vertrauen. Und das ist das Wort, das ich hier her schreibe und wo der dir auch schon steht. Vertrauen. Gang durch. Einfach durch. Und was ist näher passiert? Was ist als nächstes passiert? Kannst du ich habe doch hier jetzt den Klick, gell? Jetzt kann ich selber weitergehen. Das nächste ist Josua 4, 1 bis 9. Ja, das ist Kapitel 4. Mach, was Gott sagt. Gott sagt zum Josua: Josua, jetzt tust du 12 Männer aussuchen, aus jedem Stamm von Israel einen. Und die sollen dann so Steine nehmen, mit aus dem Fluss, genau dort, wo die Priester stehen. Und die sollen sie durch den Fluss durchtragen auf die andere Seite. Also macht Josua das. Und er ruft das ganze Volk zusammen und sagt, okay, wo sind die 12 Stämme? Okay, jetzt sehe ich 12. Okay, aus jedem Stamm hätte ich gerne einen. Schicken wir einen. Ja, okay. Dort bei Naftali fällt noch einen. Come on, ja, da brauchen wir auch noch einen, Benjamin. Ja, okay, gut. Also jetzt haben wir 12. Okay, der geht jetzt dort über, sagt der Josua,
und geh dorthin, wo die Priester stehen, geh 12 möglichst grosse Steine mitnehmen und dann schleppe ich die durch den ganzen Fluss durch, der jetzt trocken ist, und dann tun wir ihn hier auf der neuen Seite hin, zu einem grossen Steinhaufen aufbauen. Dort, wo wir dann lagern. Und dann hat Gott gesagt, und wisst ihr was, wenn wir diesen Steinhaufen haben, das dient zu dem. Die Steine sind dann wie ein Denkmal. Später kommen dann neue Kinder, wenn ihr spazieren in der Jordan-Ebene, und die fragen dann, was bedeuten die Steine? Und dann könnt ihr sagen, die erinnern uns daran, dass sich der Jordan geteilt hat, wo die Bundeslade durchgegangen ist. Die Steine sollen für immer ein Erinnerungszeichen sein für das Volk Israel. So getan, der Josua steigt nach diesen 12 Männern hinten nach und tut selber nochmal einen Steinhaufen machen mit 12 Steinen, genau dort, wo die Priester stehen. Und so geht es am Schluss auf beiden Seiten vom Fluss so Steinhaufen. Und das wollen wir doch jetzt auch zeichnen. He? Das ist der falsche Stift. Was muss ich jetzt zeichnen? Braucht es da Wasser? Da ist jetzt die neue Zeichnung. Da braucht es kein Wasser. Das ist weggelaufen. Und da braucht es jetzt den Steinhaufen, den der Josua gezeichnet hat. Das wäre jetzt. Der hat er nicht gezeichnet, der Josua, den Steinhaufen. Der hat ihn bauen. Genau. Und da sind die guten Typen, die müssen Steine übertragen müssen. So wie Rucksäcke. Und die gehen jetzt hier über und bauen dann dort auch noch auf. Was bedeutet das? Wenn Gott einen Auftrag gibt, ist es nicht sinnlos. Es nützt uns sogar. Wenn Gott uns etwas sagt, dann gibt uns das Orientierung und Hilfe und Führung. Stellt euch vor, Gottes Auftrag ist aber auch mühsam manchmal. Für die hier, die das müssen übertragen müssen. Für die Kinder, die müssen Steine durch ganz Luzern durchtragen. Wie viele Kilometer sind das eigentlich gewesen, Ariane? Also, sie haben hier wahrscheinlich ein paar Kilometer müssen laufen. Und es ist manchmal auch mühsam, weil wenn sie hier einen rausgekommen sind, bis zum Lagerplatz, ist es vermutlich noch mal 4 Kilometer gewesen. Also, sie haben dann schon geschwitzt. Und ich sage, es ist manchmal mühsam, wenn wir Gott folgen wollen und tun, was er sagt. Aber es lohnt sich. 40 Jahre früher, das Volk Israel kommt zu dem grossen Berg Sinai. Und auf dem Berg Sinai ruft Gott den Mose auf und sagt, Mose, ich gebe dir jetzt hier 2 Steintafeln. Und der drauf schreibe ich selber mit meinem Finger, sagt Gott, was? Gell? Sage Gott. Was ist denn das zum Beispiel? Was steht da drauf? Sag. Ja? Wir sollen kein Bild von Gott machen. Keine anderen Götter haben. Den Sabbat halten. Steht sonst noch etwas? Lügen, hat jemand gesagt. Genau, das Lügen sollte man nicht. Ja, und stellen auch nicht, ja. Also da hat es verschiedene Sachen, die da drauf gestanden sind. Und Gott schreibt die Gebote und er sagt jetzt, das ist auch nicht einfach. Auch für das Volk nicht einfach gewesen, sagen, okay, Gott sagt uns jetzt, was wir sollen machen. Wo der Mose wieder runtergekommen ist vom Berg, was hat er gesehen? Sie hat gesehen, dass das Volk Israel was gemacht hat, Nia? Ein Kalb. Aus was? Plastik. Ein echtes, lebendiges Kalb. Hat es gelebt? Was meinen die anderen? Es war aus Gold gewesen sogar. Und was haben sie mit dem Kalb gemacht? Einfach sagen, ja. Nein, das haben sie nicht getötet. Sie haben etwas anderes mit dem Kalb. Sie haben ein anderes Kalbchen dann getötet. Zum ja, genau, sie haben darum herumgetanzt. Sie haben das angebetet. Und ist das so schwierig zu machen, was Gott sagt. Aber es lohnt sich.
sich von ihm führen zu lassen. Weil Gott hat sein Volk immer wieder auch Chancen gegeben. Und schau, das braucht auch für uns Motivation, das zu machen, was Gott sagt. Er sagt, dort Steine aufbauen, das hat er dort hier den Israeliten gesagt. Uns sagt er heute, Christen, ihr habt ein Zeichen. Ihr müsst nicht Steinhäufe machen, sondern ihr habt das Zeichen vom Kreuz. Jesus Christus ist für dich gestorben am Kreuz und hat deine Schuld getragen und deine Angst getragen. Und der Fluch war da am Kreuz auf Jesus gewesen. Er hat für dich gezahlt. Er hat dich erlöst. Glaub an das, was Jesus am Kreuz da hat. Das ist unser Zeichen. Nicht vergessen. Und darum wünsche ich dir das. Ich wünsche dir die Motivation, den Mut, den es gibt, wenn du dich von Jesus führen lässt und du machst, was er sagt. Also muss ich da noch etwas draufschreiben. Führung. Und jetzt haben wir da schon einiges gehört aus der Geschichte, wie sie durch den Fluss sind und aus der Geschichte, wie früher, 40 Jahre früher, Israel ist befreit worden aus Ägypten. Und dazu gibt es ein geniales Lied, das uns die Schatzsucher jetzt singen.
Sydney. Sehr gut. Hey. Jetzt haben wir das Lied auch schon gehört und ihr wisst jetzt den Refrain, bis mutig und stark. Den können wir dann nachher auch noch miteinander singen. Sehr gut. Aber die Geschichte ist ja noch nicht ganz fertig. Ups, die Steinhäufen sind gefährlich. Es wäre mehr auf den Fuss gefallen, nicht euch. Genau. Ja, super. Da ist noch mal etwas. Etwas, das wir noch miteinander anschauen wollen. Er, wem er gehört. Erst, wo alles erledigt worden ist, wisst ihr, das Steindenkmal da. Und dann sind alle durch den Fluss. Erst dann sind die Priester auch mit der Bundeslade durch den ganzen Fluss durchgelaufen. Und wo alle denen waren und die Priester ihre Füße auf trockenen Boden gestellt haben, ist das Wasser wieder gekommen vom ganzen Jordan. Und es war wieder so überflutet wie vorher. Und sie sind weitergelaufen. Und dann haben wir also hier den Steinhaufen auf dieser Seite, oder? Und wir haben das Wasser, das wieder zurückgekommen ist. Wow, wieder alles da. Und der Joshua hat mega Ansehen gewonnen beim ganzen Volk, das ganze Leben lang. Und sie sind jetzt weitergezogen, bis sie zu ihrem Nachtlager gekommen sind, zu Gilgal. Und dort haben sie nochmal einen Steinhaufen gemacht, eben mit den 12 Steinen. Das ist der, den wir im Sketch im Theater am Anfang gesehen haben. Der 12er Steinhaufen. Der Joshua erklärt nochmal: Schaut, wenn ihr hierher kommt und eure Kinder fragen, was ist das da für ein Steinhaufen? Was ist denn das schon wieder? Dann erzählt die Geschichte, wie Gott euch durch den Jordan gebracht hat. Und erzählt dann sogar die Geschichte, wie Gott euch durchs Schilfmeer gebracht hat, 40 Jahre früher. Erzählt von der Erlösung. Erzählt von, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Erzählt von Gottes Führung. Und dann sagt Joshua noch etwas. Er sagt, schaut, Gott hat das gemacht, damit alle Völker auf der Erde eine grosse Macht vom Herrn erkennen können. Und dass dir, Volk von Gott, eurem Herr, eurem Gott, immer mit Ehrfurcht begegnet. Was bedeutet das? Das ist Lobpreis. Das ist Lobpreis. Er, wem er gehört. Lobpreis ist, wenn man dazu steht, wenn man gefragt wird, was glaubst du? Lobpreis ist, dass man von Gottes Güte schwärmt, auch wenn andere Gott belächeln. Lobpreis ist, sich zu erinnern und dankbar zu sein für das, was Gott da hat. Ein Kreuz kann uns auch helfen. Lobpreis. 40 Jahre früher hat das Volk Israel schon mal die Chance gehabt, Gott zu loben, ganz gewaltig zu loben mit Lobpreis. Es sind nämlich Kundschafter bereits in das neue verheißene Land hineingegangen und zwei von diesen Kundschafter, ich habe sie hier gezeichnet, die haben Gott wirklich gelobt und gepriesen. Sie haben gesagt, du, wir haben so extrem grosse Früchte können finden, dort hier so Trauben oder was immer und man muss die sogar tragen an Stangen. Gott ist wirklich gut. Aber es waren noch 10 andere. Was? Auch Kundschafter, gell? Schreibt auch KS. Das heisst nicht Kantonsschule. Das heisst auch nicht Kameradenschwein, obwohl das fast ein bisschen so war. Es sind 10 Kundschafter. Und die hatten die Chance gehabt. Und wie heissen die beiden hier? Die gesagt haben, doch, wir schaffen das, Gott ist mit uns. Genau, das haben ein paar gesagt, Joshua und Kaleb. Aber die 10 anderen, die haben Angst gehabt.
Und Angst ist das Gegenteil von Lobpreis. Wegen diesen 10, das Volk hat ihnen gefolgt, hat das ganze Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste müssen laufen. Umweg gemacht, Schlaufen gemacht. Aber Gott hat einen Umweg gebraucht, um ihnen zu zeigen, wie sie vertrauen können und dass er sie wird führen. Es braucht ganz schön Mut und Motivation, Gott zu loben, wenn andere Gott klein machen. Es braucht Mut, Gott zu loben, wenn andere Gott klein machen. Und darum schreibe ich auch hier noch das auf, was ich dir wünsche. Und mir wünsche, dass wir worshipen, Gott loben und preisen mit dem, was wir können und haben. Lass uns konkret werden. Jetzt haben wir viel gehört mit diesen Geschichten hier, von diesen Steinen. Aber ist euch schon aufgefallen, dass unter ein paar von euren Stühlen Steine liegen? Schaut mal unter euren Stuhl. Ist dort ein Stein? Jetzt machen wir das ganz konkret. Jetzt werden wir zu Israeliten und wir bauen Steindenkmäler. Die Schatzsucher sind ganz parat, gell? Ihr wisst, um was es geht. Und alle, die jetzt so einen Stein haben, bitte ich, bringe ich den hier vorne. Wer nicht gut laufen kann, der kann den Stein jemandem geben, der gute Füße hat. Und bringe ich den hierher, dass hier etwas Neues gebaut werden kann. Und dann wird uns Darian und Simon weiterleiten in eine Zeit, in der wir segnen.